Ja, grüße ich das aus. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Crystal Edition. Wir wollen uns in den Zinturm bewegen, aber bevor wir das machen, habe ich erstmal noch. Danke. Ach komm, mach auf, danke. Will ich vorher noch was anderes machen, und zwar brauche ich ganz, ganz dringend eine Telefonnummer. Was hast du? Ich hoffe. Holger, genau. Die Nummer. Wenn er nämlich ein Item hat, dann gibt er es uns. Unter anderem ist es, könnte es zum Beispiel ein Feuerstein sein. Und den Feuerstein brauchen wir für Vulcano. Deswegen ist es nicht allzu schlecht, wenn wir diese Nummer haben. Offscreen habe ich jetzt nicht nach Hyperbällen gesucht. Wir versuchen es einfach mit Superbällen. Aber apropos Superbälle, wie viele haben wir überhaupt? Ey, das sind eindeutig viel zu wenig. Das sind viel zu wenig Superbälle. Allerdings habe ich auch nicht mehr so viel Zaster. Das gibt zum Glück 5000 Pokédollar. Dann können wir wenigstens noch ein paar Superbälle holen. 5000. Gut, holen wir nochmal 8 dazu. Das wird nämlich ziemlich schwierig jetzt. Und die paar Hyperbälle, die wir da haben, die bringen uns herzlichst wenig. Deswegen, bevor wir jetzt hier reingehen, würde ich sagen, setzen wir einen kleinen Safe State. Und zwar den hier. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn ich da vorher nochmal einen Safe State setzen könnte. Und egal was jetzt ist, wir können, ob wir jetzt Suicune fangen oder eben besiegen, das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Von diesem Moment an tauchen Raikou oder Entei jeweils im Alter. Was geht hier bitte ab? Ich meine, dass es nicht einfach wird, das wusste ich. Aber das ist ja vollkommen übertrieben. Ich würde sogar bald so weit gehen. Dass wir erstmal uns in die nächste Stadt begeben. Weil das packe ich jetzt nicht mit Suicune. Dafür haben die Pokémon einfach nicht die Ausdauer. Definitiv nicht. Weil ihr seht es ja selbst. Wenn es sich mal zweimal. Jetzt würde ich gerne mal was wissen.
Ich hab's gewusst. Ein Glück haben wir den Safe Stick gesetzt. Und Leute, wir, anders machen wir es jetzt. Wir werden jetzt erstmal in die nächste Stadt watschen. Und werden daraufhin unsere Pokémon erstmal noch ein bisschen trainieren. Weil das bringt jetzt gar nichts. Deswegen, auf geht's. Das ist ja vollkommen beschissen. Alter, aber wirklich, die haben absolut keine Chance. Gut, es ist 40. Das Einzige, was eine Chance hatte, war Nicole. Mama, was hast du denn? Ich habe mir einfach mal dieses Item abgerundet. Ich sage Item, da liegen doch noch ein paar mehr auf der Box. Oh, guck mal, Top Shots. Und eine Brandbeere erhalten. Mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Oh, guck mal, ein Angler. Ah, wegen dir habe ich einen Quapsel verloren. Was wirst du deswegen unternehmen? Lass kämpfen. Ich finde, es wird auch mal langsam Zeit, dass sich Ruffy jetzt mal endlich entwickelt. Aber so langsam die Schnauze voll. Apropos entwickeln. Wir könnten nachher noch was anderes mal kurz machen. Was da drückt für die? Ja. Ich werde erstmal gegen die ganzen Träger hier kämpfen. Und ein Rihorn. Okay. Double Kick. Das zieht ja recht wenig ab. Gut, Shadow ist kein Kampf-Pokémon. Aber trotzdem zieht recht wenig. Ah ja. Denn wir brauchen ja noch Mondschild. Oh, guck mal, ein Hyperball. Apropos, warte. Das führe ich die ganze Zeit mit, aber... Geben. Dann setze ich eben den letzten Hit mit Nicole, aber das ist mir egal. Wenn wir jetzt eh wechseln müssen. Dann gibt es wenigstens ein bisschen mehr Zaster. Das ist nämlich ziemlich gut. Ja, wechsel mal. Klapprad. 2000 Vione. Damit kriegen wir... Alter Mama. Heute habe ich eine tolle Puppe gesehen. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Sie ist in deinem Zimmer. Du wirst sie lieben. Ja. Und brauchst du viel.
Außerdem müssen wir noch mal wieder kurz nach Dukatia. Ich glaube, hier warten wir jetzt keine Trainer bei den. Nein. Gut. Dann, Linda, erstmal nach Dukatia City. Einmal kurz die Pokémon heilen. Und dann will ich mal wieder kurz in den Untergrund. Mal gucken, ob einer von den beiden da ist. Ja. Ruffy! Ruffy sieht glücklich aus. Ich mache nur einen Haarschnittportal und für heute bin ich fertig. Schade, hätte mich natürlich gefreut, wenn er mehr. Da wollen wir mal sehen. Je glücklicher Ruffy ist, desto besser. Gegenüber sehr freundlich, es muss glücklich sein. So, nächstes Ding. Wir fliegen einmal dorthin. Und Richtung Alpha Ruin. Und zwar. Hoffentlich kann eins meiner Pokémon Blitz. VM 5. Darkwing, du bist mein Held heute. Welche Attacke soll zugunsten guten Schlag gedauert? Denn hier steht geschrieben Blitz. Deswegen Darkwing Blitz. Danke. Goldbeere, Mondstein, Kraftwurzel, Heilpuder. Ich könnte jetzt auch runterspringen, will ich aber nicht. Mal passiert, tut mir jetzt eh nichts. Die anderen könnte ich auch machen, aber bevor ich die mache, muss ich noch einiges machen. Okay. Na gut, dann beschränken wir uns heute einfach nur darauf, erstmal nach Ebenholz City zu kommen. Staffette? Nö. Die Attacke brauche ich nicht. Jedenfalls nicht unbedingt. Na gut, dann wollen wir uns mal hier durchbegeben. Auch Linda muss ja noch ein paar Level aufsteigen, wenn wir später einen Tau-Boss haben wollen. So, jetzt wird's interessant. Du. Oh, ein Bootugel.
Na, was soll's, komm. Es ist geflohen. Okay. So. Guckt mal, wir haben Wolken 7 gefunden. Wer hätte das gedacht? Also die Höhle ist an sich eigentlich gar nicht groß. Ein Glück haben wir ein Pokémon dabei, was stecken kann. Denn Stärke brauchen wir jetzt. Einen muss ich noch hoch. Dann muss ich noch runter. Dann muss ich hier längs bewegen. Komm schon. Oh, natürlich falsch bewegt. Alter, ich würde ja jetzt gerne den Superschutz einsetzen, ne? So. Ich brauche leider die Steine da unten. Leider. Ansonsten wäre mir das vollkommen Wurst, sag ich mal. Aber was tut man nicht alles, ne? Einmal hoch, dahin, dahin, dahin. So, du da runter. Du nach links. So. Alter, nur um diese Scheißsteine zu verschieben, ne? Na gut, ist ja ein nettes Rätsel, aber... schon etwas nervig. Oh. Komm schon, jetzt reicht's. Kann man ein anderes Mal verwirrt sein. Ich will eigentlich... ja genau, kaum bin ich da drauf. Na gut, dann habe ich alle Items hier soweit gefunden. Natürlich noch das hier. Das muss noch sein. Ewiges Eis. Na, Betogel. So. TM44. So, jetzt kann ich ja den richtigen Weg gehen. War eigentlich doch ganz gut, dass ich da unten lang bin. Und hier. So. Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Ja, ist doch gut, dass ich hier unten lang bin. Eisen. Was? Mein Beutel ist voll. Das ist doch...
Nö, scheiß drauf. Mal gleich verwenden hier. Ich weiß gar nicht, wo zwar Eisen war verteidigen, ne? Nee, Länder bestimmt nicht. Raffi kriegt das. Damit Raffi auch schön glücklich ist. Raffi wird jetzt regelrecht zugebombt heute. Dup. Und nein, Protein. Und AP Plus. Können wir vielleicht noch gebrauchen. Und willkommen in Hold City. Meistens nach gibt es hier Hyperbälle. Ah, siehst du? Verkauf. Das kann weg. Mal sehen, Megablock kann weg. Was haben wir hier noch? Gegengiftbeere kann auch weg, brauche ich nicht. Antiparabeere bringt zwar bloß 5 Pokédollar, aber das bin das gar nicht. Ewiges Eis können wir nicht wegwerfen. Kauf. Überball. 8000. Gut. Für den 3, die wir sowieso schon haben, haben wir schon mal 10. Das ist schon mal top. So. Warte mal. Was ist noch, was ich machen möchte? Gut, ja, trainieren, aber. Kassel City, genau. Ruffy hat jetzt Eisen gekriegt, es hat Protein gekriegt. Nein, das will ich doch nicht, ich will doch tauschen. So. Oh, ich habe einen Eindruck, dass es dir wirklich vertraut. Das ist der Zeitpunkt, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, an dem es sich entwickeln kann. Deswegen muss es trainieren. Okay, das ist natürlich die schlechtere Wahl. Skogler, da lasse ich mir ja noch gefallen. Aber nicht das. Okay, jetzt klang ich mir doch in den Arsch, weil ich die Gegengiftbeere weggehauen habe. Aber da hat er ja noch was anderes gegen. Zweimal geht noch. Ein Dude. Auch ein Dude. Ja.
Wir werden es einfach jetzt testen, ob sich Ruffy dann entwickelt. Denn das Flüchten trägt nicht gerade dazu bei, dass es gültig wird. Aber was will ich machen? Das sind die Falschen. Nein. Ja. Sehr schön. Ein Kampf noch. Irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl, dass es doch jetzt nichts klappt. Nicht so wirklich was wird. Vor allem, wenn jedes Mal die Gesteinsviecher auftauchen. Falls es doch nicht klappt, dann... Du Arsch! Ja, war mir irgendwie klar. Warum auch? Tja. Das Einzige, was ich machen kann, ist offscreen jetzt noch ein bisschen trainieren oder so. Mehr kann ich an sich eigentlich auch nicht machen, aber dann entwickelt sich Ruffy nachher noch oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, was wir machen. Oder was wir noch in dieser Folge machen. Wir werden einfach hier den Weg runtergehen und nebenbei noch ein bisschen... Oh, guck mal, ein Taubos. 25? Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ruckzuckieb! Oh ja, definitiv Wechsel. Und Ruffy wäre definitiv auch die falsche Wahl für. Ja. Oh. Was sagt man? Einkommen? Läuft. Ich hätte gerne mehrmals hier runterlaufen müssen. Leute, soll ich jetzt noch was dazu sagen? Ich meine, ja, es ist schön, dass es hier aufgetaucht ist und so und ja. Aber gut, ich weiß im Endeffekt auch, wo es denn grundsätzlich ist. Es war, hey, lass uns ja. Kämpfen. Route 35. Oh. Ein bisschen gemein war das schon von Entei, ne? Obwohl, wir könnten eigentlich auch schon mal ein bisschen in der Arena was machen. Das machen wir auch. Definitiv, wir werden in der Arena schon mal ein bisschen anfangen.
Denn das gibt ordentlich mehr Zaste. Wir werden noch so ein, zwei Kämpfe in der Arena machen. Und dann würde ich sagen, war es dann das auch für diese Folge. Also der will mich doch veraltern. Sandron, unsere Arena-Leiterin, erwartet dich. Für einen gewöhnlichen Trainer ist es jedoch unmöglich, sie zu besiegen. Das interessiert mich doch herzlichst wenig. Oh. Ich meine, das hilft jetzt ungemein gar nicht. Was tut man nicht alles nur da, damit sie glücklich sind? Da ist sie, die Olle. So, das muss ich ja auch noch verschieben. Wisst ihr was? Ich weiß nicht. Bis wie weit ich mache. Oh, du hast ja sowas von gar nichts drauf. So. Den muss ich verschieben, dann muss ich ihn hier hochschieben. Positive hier dran jetzt, hier tauchen keine Pokémon auf. Nein, ich möchte... Na gut. Ja, will er wechseln. Also wieso müsste die eigentlich jedes Mal down kriegen, ganz ehrlich? Und den hier noch runter. Wir düsen hinterher. Und könnten jetzt gegen Sandra antreten. Wollen wir aber nicht. Wir hatten jetzt noch einen Trainer vor uns, bevor wir gegen Sandra kämpfen müssen. Aber meine Pokémon sind eigentlich noch zu schwach. Apropos schwach. 10.000. Nein, zu dir will ich nicht. So. Ich nehme jetzt auf die Treppe. Gegen diesen einen Trainer will ich noch kämpfen. Oder die Trainerin. Dragonier! Schnauze hängen! Praktisch wäre es jetzt natürlich allemal. Versucht Flügelschlag zu erlernen. Sollen erlernen! Welche Attacke lassen wir dafür weg? Komm, Tackle.
Wir könnten jetzt gegen Sandra antreten, wollen wir aber nicht. Denn ich würde sagen, das war es für heute. Hier kommen wir eh nicht rüber. Ich denke mal, Ruffy lasse ich außen vor. Nenner trainiere ich noch maximal mal bis Level 35. Vulcano und Shadow werde ich dann auch noch nebenbei trainieren. Weil die können sich ja sowieso nicht entwickeln. Ich glaube, da nehme ich aber meinen Spielstand mit aufs Smartphone. Und Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Die Folge geht schon wieder viel zu lang und eigentlich wollte ich das gar nicht heute so lang lassen. Aber was soll's. Wir haben gemerkt, Suicune ist ein harter Brocken. Ein ziemlich harter Brocken sogar. Level 40 ist das gar nicht mal so einfach. Deswegen, die Pokémon müssen trainieren. Ich werde Linda noch ein bisschen nach vorne setzen. Okay. Die beiden sind eigentlich an sich schon gut, aber Ruffy muss sich eben entwickeln. Vorher bringt mir das Ganze gar nichts. Also vielleicht kriege ich sogar noch ein bisschen Geld zusammen, dass es noch ein paar Proteine und dergleichen kriegen kann. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Abend. Hab mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, aber macht's gut und haut rein. Ciao.